und herzlich willkommen zu Spielwelten vorgespielt. Ich bin Kim, heute habe ich wieder den Fenrir dabei und wir spielen heute Stone Age 4 von Hans im Glück. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, das ist der Grundaufbau. Ich spiele in Rot, Fenrir in Blau und wir müssen noch Sachen mischen. Mischen, ganz viel mischen. Ja, ich mische ja mal die Gebäude. Wie heißen diese Karten eigentlich, die ich hier gerade mische? Weiß ich gar nicht im Moment. Ich hätte es besser nicht gefragt, Entschuldigung. Zivilisationskarten nennen die sich. Ich dachte, ich mache ein bisschen Smalltalk, jull dich ein bisschen ein, bevor es losgeht. Kann nicht schaden, die richtigen Begriffe zu verwenden. So, ob das jetzt hier Gebäude oder Hütten sind. Ich glaube, es sind eher Hütten, aber... So. Gemischt sind die, waren sie ja vorher auch. Eins, zwei... Das sind jetzt also zwei Stapel zu bilden, weil wir mit zwei Leuten spielen nur. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann erstmal hier eine drauf. Dann sieben, sieben. Nein, sogar noch eine. Dann sind das sieben. So, der Rest kommt weg. Aber dann weiß man ja gar nicht, welche Gebäude im Spiel sind. Nee, das weiß man leider nicht. Ist aber auch egal, so viel... Unterscheiden die sich ja auch nicht. So, da müssen noch vier Karten ausgelegt werden. Ja. So. Ja, und der Jüngere ist Startspieler. Ich habe mir den schon mal dahin gelegt, den Chef am Thron. Okay, ich fange an. Womit fange ich denn an? Ich denke mal, ich fange mal ganz spontan damit an, dass ich mir erstmal ein Werkzeug besorge. Ja, ja, wir werden also jetzt abwechselnd unsere Arbeiter platzieren. Wobei im Zwei-Personen-Spiel die Regel gilt, dass hier von diesen Dorfgebäuden, den dreien, nur zwei immer pro Runde benutzt werden dürfen. Also die Hütte muss jetzt leer bleiben. Und die Rohstofffelder hier dürfen auch immer nur von einem Spieler genutzt werden. Jagd ist davon ausgenommen. So. Gut. Ich werde dann noch... Das Plättchen. Dann geht's auch dahin. So, die restlichen drei... schicke ich alle zusammen in den Wald zum Holzhacken. Ja, war abzusehen. Das heißt, ich gehe in die Lehmgrube. Ja, du bist Startspieler, du fängst an, das jetzt alles abzuhandeln. Das heißt, ich hole mir erstmal ein Werkzeug. Zurück, dann sind die Holzfäller dran mit ihrem Job. Juhu, Würfelspiele! 8. Und noch. Hast du den schon mit reingerechnet? Nein, ne? Nein. 9. 3 pro. Mein Gott, pro 3 ein Holz. 9. Kann man erstaunlicherweise durch 3 glatt teilen, sind 3. Ja, er ist noch wirklich hier Mathe für Fortgeschrittene. Da lernt man noch was bei dem Spiel. Sehr schön. Kopfrechnen. Okay, dann kommen meine restlichen Männer auch hier erstmal zurück. Da hinten muss ich jetzt. Wow. Kann ich hier ein Holz abgeben, kriege ich einen Stein wieder hier. Mein Männchen kommt auch zurück und ich habe mein erstes Kärtchen hier. Gut, dann bin ich dran. Ich habe die Landwirtschaft gewählt, das heißt, die geht einen hoch, um Nahrungsversorgung zu sichern. Dann 3 in die Lehmgrube geschickt. Da Lehm baut man mit 4 ab. So. Das ist nicht wahr. Das ist bitter. Das ist aber wirklich bitter. Das heißt, mein erster Zug ist komplett im Eimer damit. Denn ich kriege keinen Lehm und damit kann ich mir die Karte auch nicht leisten. Geh leer aus. Tja, so kann es gehen. Ja. Da bin ich jetzt fast ein bisschen... Nein, kein Mitleid, bitte. Ich möchte ein Holz haben. Nein. Alles gut, alles gut. Es ist ein Würfelspiel. Ich muss ja gleich auch noch wieder würfeln. Mir wird das auch noch genug passieren. Die rutschen erstmal, weiter, ne? Ja, aber erstmal Leute versorgen. Achso, das kommt zuerst. Okay, Trium.
Ist ja im Prinzip egal. 5 sind es jetzt im Moment nur, ne? Jawohl. Also ich gebe 10 ab, kriege 5 wieder. Das mache ich auch. Überraschenderweise. Gut, dann rücken die jetzt aber einen auf, ja? Ja. 1, 2, 3 und der kommt dahin. So, und mein Werkzeug wird enttappt. Und ich bin Startspieler. Ja, dann will ich natürlich jetzt auch mal Werkzeug haben. Absolut verständlich. Ja, ich mache dafür alternativ das. Ich habe so die Vermutung, das wird so der Standardanfang jetzt erstmal sein. Ja. So, und dann gehe ich jetzt in den Wald. Ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Achso, ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich es wieder. Ja, ich nehme mir mal diese Karte. Tatsächlich das. Dann da für mich. Dann schicke ich hier. Na komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, und dann war es das schon wieder. Ich handle ab. Mein Werkzeugmacher verschafft mir ein Werkzeug. So, und dann gehe ich auch direkt in den Wald mit dem Werkzeug. Das ist doch jetzt mal eine Ansage hier. Ausgleichende Sichtigkeit. Genau, 15 durch 3 macht 5. Da macht mein eines Werkzeug leider auch nicht mehr draus. Aber das ist ja jetzt schon mal was, womit ich arbeiten kann. So, 5 Holz für mich. 1 gebe ich aus. Hier kann man ja beliebige Rohstoffe ausgeben. So, jetzt darf ich da nochmal würfeln. 7. Naja, Stein kriegt man mit 5. Das heißt, es ist nur einer, aber immerhin. Und ich habe auch schon eine Bonuskarte. Also, dann bist du dran. Erst einmal ein bisschen Ackerbau. Dann 2 Holz gehen auch wieder zurück in den Vorrat. Ich kriege diese Karte. Die lege ich mal hier hin. Das ist ja so ein einmaliger Bonus aufs Werkzeug. Der kommt dann zurück. 3 Würfel zur Verfügung, um Lehm abzubauen. So, das sind 8 Punkte, jo, wären genau 2 Lehm. Ich könnte natürlich jetzt da noch mal 2 Zusatzlehm draus machen, indem ich noch mein Werkzeug und das andere Ding benutze. Aber andererseits... Nein. Nicht? Ein Zusatzlehm. Meine ich ja, Entschuldigung. Also 4 Punkte obendrauf, um noch ein Lehm zu produzieren. Das war das, was ich vorhin gedacht habe. Aber ich nehme einfach erstmal nur die beiden, die ich eh hatte. Richtig, ne? 8 Punkte, ja. Gut. Dann kommt die auch zurück und dann ja, bin ich auch schon wieder fertig, ne? Ja, Nahrung. Jeder kriegt jetzt von der Landwirtschaft eine Nahrung, aber wir müssen auch 5 abgeben. Nee, 4. Wir müssen auch 5 abgeben. Ach so, deswegen noch 4. Ja, okay. Jetzt habe auch ich es verstanden. So. Bitte, bin eine. Zurück. So viel Becher kommt auch wieder auf den Spielplan. Ich guck gerade mal, mache ich das so oder wegen dem Startspieler? Lass einfach so. Geh mal so hin, ne? Das wird. Oh, jetzt ist die ja sehr günstig zu haben und du bist Startspieler. Mhm. Ja. Dann leg mal los. Okay, ja, jetzt wird es ja wirklich schon, muss man doch mal überlegen jetzt. Weißt du was, ich mache das so, dass ich einfach mal ganz mutig mit die schon mal sicher. Darfst du jetzt überlegen. Da jetzt Nahrung knapp wird. Du willst lieber Ackerbau machen. Ich hätte nämlich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewusst, ob ich lieber Ackerbau oder lieber Werkzeug haben will. Deswegen habe ich dir einfach mal die Wahl überlassen. Ja. Aber das wird auch noch nicht reichen. Das 3 habe ich noch, 2 kriege ich durch den... Noch, das reicht. Ich habe ja nur 5.
Das reicht gerade. Ich muss nicht jagen in dieser Runde, das ist ja schon mal gut. Dann nehme ich doch erstmal diese Karte. Ja, ist klar. Und du handelst als Erster. Gut, zunächst mal ein Werkzeug. Kann ich schaden. Dann als nächstes, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich die Reihenfolge richtig kriege. Ich brauche 5 Nahrung. 3 habe ich noch, einen kriege ich, das heißt, ich brauche eine Nahrung. Das heißt, ich mache erstmal diese eine Nahrung. Ich gehe erst in erst jagen. Ja, schwere Geburt, zack. 5. Ja, dann nehme ich 2 Nahrung. Ja, man muss ja auch ein bisschen denken dürfen zwischendrin, ja? Ich wollte jetzt nicht überspannend machen. Ja, überleg ruhig. So, ich bin jetzt im Wald, ne? Mhm. Das ist eine 6. Das ist... Bleibt bei 2 Holz. Ach nee, du hast ja da auch die 3. Stimmt ja. Ja, das mache ich jetzt auch dabei. Ach komm, ist die Karte da weg. Nee, ich lasse sie da liegen. Ich lasse sie da liegen. Ich möchte die für Nahrung eventuell später nochmal nutzen. Die 2 Holz ist alles super. Mehr brauche ich nicht. Alles gut. Ist dir zu langsam, ne? So, ein Holz geht weg. Und du würfelst. Und ich würfel. Zwei Würfel sind schon drin. Gold oder Holz? Dann nehme ich einmal Gold. Und dann bekomme ich Holz. Es werden also bei solchen Karten immer so viele Würfel reingepackt, wie Mitspieler teilnehmen. Und dann ausgehend von dem, der die Karte gekauft hat, darf sich reihum jeder was aussuchen. So, du darfst die dann auch auf deinen... Ja, bisschen schade. Da wären coolere Sachen möglich gewesen, aber ist schon gut. So. Landwirtschaft geht hoch auf 2. Lehm wird gebaut, abgebaut, so, gebaut. Ja, da hilft mir mein Werkzeug nicht, es bleibt bei 2. Und dann gebe ich nochmal 2 Holz ab. Um dann hier das zu kaufen. Dann gibt es auch noch mal Lehm. Haha. Ja, und das war's schon. Geht ja recht flott. Dann wieder versorgen. Ich kriege 2, habe 5 Leute, also muss ich noch 3 abgeben. Die zu versorgen. Gut, ich kriege 1, muss also nur 4 abgeben. Werkzeuge sind, das rückt nach. So, nebenbei, das Spiel endet übrigens, wenn entweder dieser Stoß nicht mehr aufgefüllt werden kann, also diese 4 Karten, oder wenn ein Gebäudestapel leer gebaut wurde, sozusagen. Ja. Dann bin ich dran, ne? Ich bin der Startspieler. Genau, du bist Startspieler. Dann würde ich mal sagen, nochmal Nahrung. Puh. Jetzt wird's interessant. Ja gut, hilft alles nichts. Ich mach das so. Ja, hätte ich auch machen sollen. Kam ja, nachdem ich den platziert hatte, ist mir aufgefallen, dass das nicht die beste Wahl war. Aber egal. Da ist alles okay. Gut. Ich werde jetzt die in den Wald schicken. Ich muss an Nahrung kommen in diese Runde. Trotz Landwirtschaft 3.
Da müssen also noch zwei nachkommen. Dann kaufe ich mir die einfach für drei Rohstoffe. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gerade nicht verhauen, verrechnet. Ja, mein letzter, der geht dann hier jagen. Könnte ein bisschen knapp werden, diese Runde mit der Nahrung. Zwei, drei. Ist es das wert, ist die Frage. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, komm. Machen wir es dann. So, und einer muss noch dahin. Und ich handle dann auch ab. So, Landwirtschaft, Werkzeug, Lehm, nur einer. Reicht nicht. Reicht nicht. Zwei hätte es mindestens sein müssen. Egal, ja. Klar ist natürlich ein Glücksspiel. Drei Holz gehen dann für die Karte drauf. Das sind immerhin sieben Nahrung. Das ist ja schon ein guter Kurs. Das hält mich die nächsten Runden wohl über Wasser. Ja, und dann muss ich jetzt für drei Lehm. Nein, zwei Lehm. Zwei Lehm, Entschuldigung. Dieser hier kaufen. Das sind nochmal drei Siegpunkte für mich. Dann bist du gut. Ja, ich kaufe mir erst einmal diese Karte hier. Plus ein Werkzeug. So. Jetzt geht erst einmal wieder der einsame Jäger auf dieselbige Jagd. So, ich brauche vier Nahrung insgesamt. Das kriegst du ja schon allein mit deinen Werkzeugen hin. Das sind eine. Das wären dann jetzt zwei. Zwei. Und nochmal zwei sind die vier, die ich brauche, ja? Ach, du brauchst vier dazu. Ja. Ich dachte insgesamt. Nein, ich brauche vier Nahrung. Gut, dann war das ja schon gut. Dann hättest du mit einer 1 das, glaube ich, nicht hingekriegt, oder? Genau. Das war so ein bisschen Risiko jetzt mit drin. Ja, hättest du ein Leben abgegeben. Gut, und dann die Holzfäller. Die Holzfäller haben 8, 9. Das ist perfekt. 9 durch 3. Sollte 3 sein. Ja, Versorgung. Drei bekomme ich bei fünf Leuten, das heißt, ich muss zwei abgeben. Ich muss vier abgeben. Einen kriege ich dazu, vier noch dazu, dann sind es fünf, sind alle versorgt. Dann hättest du ja doch nur drei dazu bekommen müssen. Offensichtlich. Hast du nicht an deine Landwirtschaft gedacht? Wahrscheinlich. So, dann Werkzeuge auffrischen. Hier kommen neue Zivilisationskarten. Oh, da war was ganz Tolles. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber du bist ja jetzt erstmal Startspieler. Kannst du dann frei aussuchen, was du da anstellen willst. Okay, ich muss mal kurz in diese Karten hinein lünkern, was ich bisher eigentlich habe. Ja. Das ist doch alles schon mal irgendwie. Ich nehme mir erst einmal diese Karte hier. Ich nehme keine Karte, sondern das. Nochmal Landwirtschaft. Okay, dann mache ich mir ein Werkzeug. Dann jetzt dann jetzt wohl die. Dann gehe ich mit drei Leuten auf die Jagd. Gehe ich mit drei oder? Ich gehe nur mit zweien in den Wald und einer wird dort auch mal was machen. Gut, ich bin Startspieler, ne? Mhm. Das heißt, drei Holz. Die Landwirtschaft geht ein hoch. Dann
ein Werkzeug. Dann kann ich mir hier so ein Zweierding besorgen. Und jetzt einmal die wilde Jagd. So. Dass ich vielleicht mal so ein bisschen Ruhe mit der Nahrung erstmal habe. Das sieht gut aus. Das sieht so aus, ja. Dann können wir einfach mal volle Suppe Gas geben hier sozusagen. Einfach mal alles, was geht. Sollte hoffentlich gerade sein, die Zahl. Das sind 12, das sind nochmal 4 obendrauf. Sind 16, sind 8 Nahrung. Dann müssen wir den Jäger noch heimkehren und ja, dann das darf ich loslegen. Der macht meine Landwirtschaft hier hoch, der Bauer. So, und als nächstes muss ich natürlich hier Holz beschaffen, um meine Karten da bezahlen zu können. Also brauche ich ein bisschen Glück? Mal natürlich nicht. Na gut, immerhin 2 Holz. War ja natürlich auch am Limit hier gepokert. So, die beiden werden jetzt erstmal, ist eigentlich egal, wie rum ich das mache, die beiden gebe ich also für die Karte aus. Dann darf ich noch mal würfeln. Erstmal legen wir sie hin. 2 würfeln. 5 oder 6 sollten dabei sein. Ja. Also irgendwie, aber immerhin... Ja, ist doch schön, kriegst du doch dein Holz, um das dahin zu bezahlen. Genau, ich kann das dann abgeben direkt, um wenigstens hier 2 Steine zu bekommen. Was ja dann auch kein schlechter Tausch war. Ein Holz gegen 2 Steine. Also immer positiv denken. So. Ja, dann war es das auch schon wieder und wir müssen die Leute versorgen. Ich habe jetzt schon 4 Landwirtschaft, das heißt, ich gebe nur einen ab. Kriege 4 zurück. Ich muss 3 abgeben, ne? Das frischt sich auf. Wenn ich das da drauf lege, rutscht die 1 dann gleich runter, fürchte ich. So, es ist auch ein Geschicklichkeitsspiel, wie wir sehen. Genau. So, da ist jetzt nochmal 3 Siegpunkte, 4 Nahrung und auch wiederum so eine tolle Karte. Ja, dann bin ich wieder Startspieler. Ja. Qual der Wahl. Ich will essen. Schau mir mal an, was ich hier so bekommen habe. Du hättest den gern. Mhm. Dann kann ich ja tatsächlich sogar noch mal im Dorf was machen. Ich vermehre mich jetzt auch. So, und ich schicke die ganze restliche Brigade zum Holz sammeln. Ja, was bleibt mir denn da noch? Eigentlich nicht mehr viel. Ich kann nur zum Leben gehen. Ja, gut. Die Landwirtschaft geht um 1 hoch. Die verschaffen mir einen weiteren Mann. Und dann auch mal 2-mal Leben. So. Das sind dann insgesamt 12. Das macht dann 3 Leben. Muss ich ja auch mal zwischendurch lohnen. Sowas. Ja, unbedingt. Ne? Ja, damit bin ich fertig. Du bist dran. Gut. Erstmal nehme ich ein Holz ab. Dann gucken wir mal, ob ich jetzt Glück hier habe. Ob ich es eventuell schaffe, hier so einen Ausbau in irgendeiner Weise zu bekommen. Ja, und nicht wirklich besser, ne? Gut, ich kriege dann ein Lehm und du ein Holz, ne? Ja. Schade. Wenn du es so haben willst. Hätte besser sein können, aber egal. Und nochmal 4. 4 Leute hatte ich in der Welt geschickt. Ne? So, Vielfache von 3. Oh, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. 10, 16 und 18. Ja, reicht leider nicht für noch einen, aber 18 durch 3, das sollten 6 Holz sein, die ich da bekomme. 3 und 3. Und deine Leute kannst du dann selber ja zurückholen? Nee, kann ich nicht. Ja, das mit dem Geschicklichkeitsspiel. Ja.
Gibt leider keine Punktabzüge dafür. So, Nahrungsversorgung. Ich habe 6 Leute jetzt und 5er Landwirtschaft. Ich muss also immer noch was abgeben. Zwar nur einen, aber immerhin. So. Ja, bei mir ist es unverändert. Ich habe 5 Leute, 2 kriege ich. Das heißt, 3 muss ich abgeben. Jetzt einen hätte ich gerne wieder. So, Werkzeuge frischen sich auf und Karten. Und dann wandert der Startspieler. Ja, ich muss auch ein bisschen was in Richtung Landwirtschaft unternehmen. Dann vermehre ich mich doch einfach noch mal ganz kick. Einfach mal so. Jetzt habe ich nicht ganz. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Schon teuer. Aber warum denn nicht? Das. Dann hole ich mir einmal noch das hier. Dann baue ich mein erstes Haus. Ich habe meine erste Hütte. Ich auch. Ich noch mal Holz fällen und dann. Ach, du hast noch einen. Ja, ich habe noch einen. Noch mal jagen, ne? Ich gehe. Schick noch mal einen los, jagen. Ja, dann viel Erfolg beim Abhandeln. Das klingt so gefährlich. Womit fange ich denn an? Erstmal das ganz entspannte. Ein Meer. Dann 1, 2, 3, 1, 2. Sehr schön. Ich gebe schon mal alle 5 ab und. Na. Sollte richtig gewinnen. Für beide Karten dort. Für beide Karten, die ich damit nacheinander bezahle. Ich mache erstmal die hier, weil da brauche ich nicht würfeln. Sind 4, ne? Sind 4 Stück, jawohl. Und dann jetzt die andere. So, jetzt kommt einmal so einen schönen Wurf hier. 6 und 1. Ich bin ja gar nicht so. 6 und 2 finde ich auch schon völlig okay. Danke. Ja. Bitte, sag ich doch. Ja. Ich hätte gern einmal das, genau, und du darfst dir gerne ein Leben nehmen. Guck mal, ist doch toll, du kannst aber ganz viel Leben. Ja. Leben kann man immer gebrauchen. So, dann. Die Karte kann noch auf deinen Stapel. Genau, die kommt auf meinen Stapel. Da hinten ein Gebäude. Ich muss 4 Rohstoffe in 4 verschiedenen Sorten abgeben. 1, 2, 3, 4. Kriegen wir so gerade hin. 3, 7, 12. So, kannst du das mal, danke. Ich komme da gerade schlecht dran. Und der einsame Jäger, der darf auch nochmal. Zack. Zack, zack, dann ist das 4, das heißt 2 Nahrung gibt es nochmal. Hat er seine Schuldigkeit auch getan. Ich frage mich ja gerade, wie der es schafft, jetzt mit 3 Steinechsen gleichzeitig zu arbeiten, der Jäger. Gut, dann bist du dran, ne? Ja, vielleicht wirft er sie und kann damit mehr Kaninchen erlegen. So. Ja, Vermehrung. Ja, meine Landwirtschaft ganz gut ist, lohnt sich das ja. So. Ja, dann würfel ich doch erstmal, was die Holzfäller so bringen. Dann würde ich mal sagen, 2 Holz. Ne? Ein Holz gebe ich ab, um mir diese Karte zu kaufen. Das sind nochmal 3 Siegpunkte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und jetzt kann ich endlich auch mal eine Hütte bauen.
Stein, Lehm, Holz. Für 12. Macht also 18. Da habe ich dich wieder. So. 5 Rohstoffe, 3 unterschiedliche. Okay, versorgen. Versorgen, 5. Ich habe jetzt mittlerweile 7 Leute. Da müssen also 2 rausgehauen werden. Ja, ich habe immer noch 5 Leute. 4 kriege ich, das heißt, ich brauche nur noch einen abgeben jetzt. Ja, das sieht so aus, hätte ich jetzt in nächster Zeit erstmal Luft zu essen. Oh, und dann kommen neue nach. Mhm. Werkzeuge werden nochmal aufgefrischt und ich bin Startspieler. Okay, was mache ich? Ja, ich weiß, du wirst es mir nicht sagen. Okay, entweder das oder das. Genau. Rate, was ich mache. Ich mache das andere. Dann mach mal das andere. Dann mach ich mal das andere. Das ist die Frage, welches andere mache ich denn? Ich glaube, ich hätte auch ganz gerne nochmal einen Zusatzmannequin. So, dann bringe ich die Landwirtschaft hoch. Ich schicke 3 Mann in den Wald. Ich hole mir da dieses Werkzeug. Achso, du hast keine mehr. Ich wollte sagen, ich habe schon nichts mehr. Ich muss mal kurz. Das ist schon recht arg knapp, aber egal. Komm, muss ich das noch mitnehmen? Und dann hier 3-mal leben. So. Landwirtschaft ist jetzt bei 6, 3 Lehmarbeiter. Hier habe ich recht wenig Werkzeug in dieser Partie. Ist ganz ungewöhnlich für mich. Da wollte ich das Garten nicht ein Werkzeug nutzen. Und irgendwie habe ich sehr viel Pech in dieser Partie. Was? Auch das ist definitiv richtig. Vielleicht hätte ich erst die 3 ausgeben sollen und dann das Werkzeug nochmal nehmen. Egal. 4, ja, ein Lehm. Ne? Kann mich nicht mehr draus machen. Das ist nicht. 2 Werkzeuge bringen mir das leider. Alles gut, tatsächlich. So, dann einmal Holz für diese Karte. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich besser gewesen, erst da mal zum Beispiel abzuhandeln, in der Hoffnung, dass das vielleicht auch funktioniert. Ne? Ja, immerhin kriege ich die Landwirtschaft ein hoch und du hast einmal Gold. Ja, dann für 2 Lehm darf ich hier nochmal aufs Gold würfeln. Vielleicht bringen mir da ja meine beiden Werkzeuge etwas. 8. Nee. Da kann ich auch nur ein Gold für kriegen. Nicht mehr. Ja, und dann nochmal für 3 Lehm. Teuer, teuer. Diese Karte. Und dann auch jetzt erstmal hier hin muss. Ja. Jetzt schon fast so unspektakulär, was ich jetzt alles hier mache. Ein neues Männchen und 3 Mann gehen auf die Holzjagd. So, jetzt müssen wir wieder was durch 3 Teilbares hinbekommen. Hier sind es erstmal 9, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja schon mal teilbar. Dann machen wir doch einfach nochmal 3 dazu. Dann sollten das 12 sein, also 4 Holz. Bam. Ja, dann wird wieder versorgt. Ich habe 7 Leute und die Landwirtschaft ist auch 7 schon. Gut, ich habe jetzt 6 Leute. Das heißt, ich muss 2 Nahrung bezahlen. Aber lässig aus dem Handgelenk quasi. Ja, du kannst deine Werkzeuge schon mal auffrischen. Ich fülle währenddessen hier auf. Nahrung, Nahrung. Nur Nahrung im Angebot und eine Karte. Ha. Wenn man dafür 4 Rohstoffe zahlen will, ist jetzt jedem selbst überlassen.
Ja, und dann geht's wieder dahin. Gut, jetzt muss ich einmal ganz kurz das Spiel ein wenig verzögern, einmal ganz schnell nachschauen, was ich denn hier habe mittlerweile. Okay, das haben wir, 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 da haben wir was, da haben wir was. So, ja, ich mache erstmal hier noch ein bisschen. Was mache ich denn genau? Werkzeug machst du. Ich mache Kinder. Das ist ja Blödsinn. Das habe ich schon vergessen, mein Gott. Ich schicke einen meiner Leute mal hier hin. Was macht der mir denn hier Schönes? Und jetzt irgendeinen von den Karten. Und zwar. Ach, warum nicht? Nee, Moment. Doch, die macht er. Dann gehen dreimal Holz fällen. Ach, Mann. Die wollte ich doch haben. Das habe ich mir sogar fast gedacht, dass du die gerne haben möchtest. Dann nehme ich halt die. Okay. Dann schicke ich einfach mal drei Mann in den Steinbruch. Warum denn mal nicht? Jetzt überlege ich, welches Gebäude ich mir bauen soll, also welche Hütte. Ich gehe aber kein Risiko ein, nehme die. Ja, wir haben nur drei. Zahlen. Ich muss aber erstmal gucken, ob du da überhaupt so ein Holz kriegst. Sollte mit drei Leuten sollte ein Holz mindestens zu machen sein. Ja, genau. Würde ich mal so sehen. Dann. Ich habe an. Genau, stimmt. Ich muss anfangen abzuhandeln. Einmal. Genau. So. Dann vier Holz gebe ich schon mal, nehme ich schon mal in die Hand und lege vier Latten dahin. Kriegst du insgesamt vier Nahrung, ne? Drei? Genau, eins. Ja. Und die beiden Karten. Ist auch eine Möglichkeit, an Nahrung zu kommen, ne? Ja, warum nicht? Handel ist gut. Und dann wolltest du nochmal Steine klopfen. Und ich gehe Steine klopfen, genau. Drei Stück drin. Ja. Drei Steine. Drei Steine. Jungs zurückholen. Okay, dann mehr Leute. Die drei Holzfäller. Lasst mich nicht im Stich, Jungs. Ja, zwei Holz. Komm, dann werden da drei Holz draus. Denn die müssen es auch eigentlich sein. So, die gehen zurück. Und dann kann ich für zwei Rohstoffe, nämlich Karte bezahlen. Das sind dann noch mal zwei Nahrung. Und dann für zwei Stein und ein Holz die Hütte dort. Das sind 13 Punkte. Ach so, verdammt, in dem Spiel geht es darum, Punkte zu kriegen. Ne? Ja. Hätte ich halt zwischendurch auch mal dran denkt. Klingt jetzt lustig, aber in der Tat, da habe ich mir im Moment noch gar keine Gedanken drüber gemacht, wie ich eigentlich Punkte herbekommen will. Das macht einfach so viel Spaß irgendwie. Ja, dann müssen wir wieder versorgen. Ich habe jetzt 8 Leute, das heißt eine Nahrung abgeben. Ich habe immer noch 6 Stück, ne? 2, 4, 6, 4, 2. Auffrischen, ja, und die ist jetzt aber günstig. Und wer ist jetzt Startspieler? Du bist es. Ja. Yeah. Oh, nein. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel.
So, das geht auch noch hoch. Der geht gleich rüber. Hast du deine Karten? Ja, ich muss, würde mal so im Blick noch behalten, welche von den Grünen ich denn da schon habe. Einfach nur, damit ich da jetzt nicht unnötig was doppelt kaufe. Okay. Naja, ich würde mal sagen, da bei der einen macht es jetzt keinen Unterschied. Das sind zwei zum Preis von einer. Deswegen nehme ich mir die auch gleich. Ja, das ist durchaus verständlich und logisch. Ich bin weiterhin fruchtbar und mehre mich. I see, I see. Mhm. Ja, vielleicht muss ich jetzt mal so richtig Holz machen gehen. Schade, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Aus, ne? Das ist die Frage, was baue ich denn jetzt hier ab? Ich muss mal eben kurz was überlegen hier. Fünf Rohstoffe in drei verschiedenen Dingern. Okay. Das sollte man mal hin. Achso, du hast eh keine Männchen mehr, ne? Mhm. Okay, dann kriege ich schon meine neunten. Fünf wollen Holz machen. Ja, das ist mal Holz. So, das sind 18. Ja, und das sind 18. Können meine beiden Werkzeuge nicht mehr draus machen. Und 6 Holz, immerhin. Das ist doch schon mal was. Ja. Würde ich mal so sehen, und jetzt kann ich auch eins guten Gewissens wieder ausgeben, um nämlich gleich wieder arm zu fühlen hierfür. So, dann gibt es noch mal eine Karte dazu. Ja. Das war's. Das war's. Gut, ich werte erstmal einmal hier mein Werkzeug auf. Dann. Ja, komm, hier. Zwei Leben, hilft ja alles nix. Diese Karte. So. Einmal würfeln. 6 und 1 zum Beispiel. 6er Pasch wäre auch ganz gut. 3 und 1. 3 und 1. Ich nehme mir mal schon mal so ein Holz dann, ne? Oder willst du unbedingt? Dann nehme ich auch gerne den Stein. 3 und 1, nein, ich nehme den Stein. So, jetzt muss ich noch da in Lehmwerk. So, Jungs, Papa braucht Lehm. 12. Eine 12, Lehm war 4, ne? Mhm. 12, 14, 16. 16, ne? Mhm. Das sollten 4 Lehm sein, sehe ich das richtig? Das siehst du vollkommen richtig. Och, da war meine Schulbildung ja zum Glück doch noch für was gut, dass 4x4 16 sind. Okay, kommen die auch wieder zurück. Und dann können wir auch was bauen. Und zwar 1, 2, 3, 4 Rohstoffe, sehe ich das richtig? 5 Rohstoffe. 5 Rohstoffe, genau. Aus 3 verschiedenen Quellen. Ja, das nochmal in die Kamera. So. Das sind dann 15 plus 6 sind 21 plus 4 sind 25 Punkte, ja? Mhm. Macht 43. So, dann sind wir durch mit der Runde wieder, ne? Genau, die Versorgung steht an. Ich hab
schon mal hier weg. Ich muss diesmal sogar 2 abgeben. Für meine 9. Ja, das war auch auf 2, ne? Oder war es auf 1? Das war auch auf 2. So, habe ich doch gerade, ne? So. Wie viel habe ich denn? Immer noch 6 Leute. 4 kriege ich immer noch, also 2. Ja, ja, lächeln. Gut, dann wandern die Karten rüber. Vierer Werkzeug. Alles aufgefrischt. Startspieler geht rüber. So. Ich bin gerade etwas unschlüssig, was ich machen soll. Überleg ruhig, ich guck derweil nochmal in meine Karten. Ich gehe. Dahin und dahin. Ich mach mal das. Getreide. Wobei. Ja doch, ich mach das so, alles gut. Kannst du den, okay. Ich gönne mir. Das Ding. Ne, Moment. Ah, um Gottes Willen. Das gönne ich mir. Tja, dann ist dir wohl hoffentlich klar, dass du diese Flöte nie bekommen wirst. Da ich ja schon mittlerweile 3 von den Grünen doppelt habe, kann ich damit leben. ob das wohl stimmt? Vielleicht habe ich auch gar keine doppelt. Oder ich habe nur doppelt grüne Karten hier. Egal, ich hole mir Schamanen und Holz. Ja, tatsächlich hole ich mir trotzdem die Flöte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich die schon habe. Ich gucke gleich mal. Wirst du mir nicht verraten, nicht wahr? Woher weißt du das, dass ich dir das nicht verraten werde? Okay, jetzt mal kurz schauen, ob ich mit der Nahrung... Mit der Nahrung komme ich gar nicht aus. Ich muss also auch noch was ranschaffen da. Aber erstmal... Hier, komm. Ich bin noch mal hier ein Holzfäller. Okay, ich gehe dann einfach noch einmal. Was? Ja, dann gehen 2 auf die Jagd. Gold schürfen. Ja, okay. Mit deinen Werkzeugen ist das okay. Sonst wäre es sehr gewagt ohne. Ja, ansonsten wäre das sehr mutig, mit einem das zu machen. Ich fange an mit dem Abhandeln, ne? Mhm. Okay, ja, ich muss es leider teuer machen, aber ja, Gott, so teuer ist es auch nicht. So ein Lehm für so eine Flöte. 3 Punkte. Genau. 1, 2, 3. Dann einmal Nachwuchs. 2 gehen rein, 3 kommen raus. 2 gehen rein, dann, ja, das war anders, oder? Das ist ja gar nicht die Donnerkuppel hier. So, das haben wir. Dann muss ich jetzt erstmal den Typen da in die Goldmine schicken. Oh, 2 Gold. Und 1 Gold geht auch gleich wieder weg. 1 Stein und 1 Lehm war das, hoffe ich. Ne? Jawohl. Für 15 Punkte. Für 15 Punkte, genau. Zwei Lehm, ein Holz. Was für eine billige Hütte. So, der muss noch vom Goldfluss weg. Ja. Dann kann ich erstmal. Oh, nee. Erstmal gehen die beiden Leute hier Essen besorgen. Das ist ja wichtiger. 7, 9 muss ich versorgen, also 2 müssen rangeschafft werden.
Das sollte doch möglich sein, ja. Das werden sogar das mit 8-4 ran geschafft. So. Dann ganz entspannt Holz hacken. Oh, super. Das sind 16, 17, 18. Sechs Holz kommen also nochmal dazu. Ich bin reich. Aha. Was du auf Holz gebaut hast, du doch. So, dann 4 Holz abgeben für die Karte und dann nochmal auf Holz würfeln. Also 2 Würfeln. Ja, mit 10 sind das nochmal. Ja. Das hat sich doch quasi fast selber finanziert. Ja. Es wird eng hier. So, dann muss ich nochmal 2 abgeben. Jetzt ist bestimmt wieder keine 6 dabei. Natürlich nicht, sondern nur eine 4. Ja, immerhin Gold für mich. Ich wohl ein Holz. Und dann war es das auch schon wieder und es müssen die Leute versorgt werden. Ich muss 2 bezahlen, denke ich. 5 habe ich. Ich habe 7 Leute. Ja, ich habe 7, habe 9 Leute, also auch 2 abgeben. So, die Waffen wieder, Waffenwerkzeuge. Werkzeuge enttappen und ganz viele neue Karten drauf. Ja, und dann soweit alles so ab. Dann geht es darüber. Du bist Startspieler. Ja. Du bist Startspieler, das kann ich ja gar nicht glauben. Ich will aber Startspieler sein. Ich muss noch mal schauen kurz. Ja, du kannst übrigens jetzt auch, ne? Ich habe keine Leute mehr, ne? Ja, aber ich muss noch gucken, ob ich ja, ich wollte es ja nur gedacht habe oder nicht. So, ja. Dann bleibt mir ja nicht mehr so viel. Wohl das Gebäude und dann hoffe ich mal, dass die mindestens 2 Leben ran schaffen. Wenn nicht, werden die ausgepeitscht. Ja, ich hab gehört, ne? Ja. So, dann habe ich meinen letzten Mann bekommen. Die geht auch um einen hoch. Dann alles super. So, dann 3 Leute beim Lehmziegel machen. Ja, würfeln ist heute echt nicht. Ist eigentlich, das sind so klassische Fenrir-Würfel eigentlich. Oder Würfe. Ja, aber ich habe ja wenigstens 2 hingekriegt. Ja, das ist doch alles cool. Ja. Genau das, was du brauchst. Da freut man sich doch. Genau. So, dann kann ich ja endlich diese billige Lehmhütte bauen für 2 Lehm und ein Holz. Gibt 11 Punkte. So, ich bin bei 31, mache 42. Dann 3 Holz abgeben, um einen Stein zu kriegen hier. Und 4 Holz abgeben. War das auch schon, um 3 Nahrung zu bekommen.
Und du bist. Ja, ich gehe jetzt erstmal würfeln. 2, 4, 5 Leute habe ich dahin geschickt, Tatsache. Mhm. Umdrehen. So, das ist doch. Das mag polarisierend. Mal ganz viel, mal ganz wenig. 6, 6, nochmal 6 und nochmal 6, ne? Sehe ich das richtig? Das heißt, es sind 1, 2, 3, 4 mal 6, 24. Durch 3. Sollten sein 8, ne? Ja. Oh, heute habe ich einen Lauf. Also jetzt rechnerisch meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hau alles kurz und klein hier. Es empfiehlt sich, mehrere Stapel zu bilden hier bei der Nahrung. Das hast du gerade spontan festgestellt. Ne? So, ich gebe 3 Holz nochmal eben kurz hier zurück in die Bank und dann zack und zack. So, das eine Ding kommt jetzt hier wieder so hin. Oh. Und einmal würfeln. So. Fünf und zwei, dann darfst du dir ein Lehm nehmen. Das hast du gerade so mühsam für gekämpft. Ich schenke dir sogar eins. So bin ich zu dir. Ja, vielen Dank. Und ich krieg neues Werkzeug. Habt ihr auch schon mal direkt, ne? Ja, das steht ja jetzt an. Okay, versorgen, bevor wir das vergessen. Muss 2 oder 3 muss ich jetzt bezahlen. Du hast 5, wie viel hast du? 2, 4, 6, 7. Also 2. Achso, ich war ja heute, heute in dieser Runde war ich da hinten gar nicht, stimmt ja. Ich dachte, da hätte sich was dran getan. Also 8, ich habe 10, also auch 2 abgeben. So, die können darüber. Jawohl. Das wird aber jetzt eng hier. Das ist, glaube ich, letzte Runde oder? Nee, vorletzte. Nee, letzte. Ja. Wenn, es sei denn, es kauft keiner eine Karte. Oder eine. Eine darf gekauft werden, dann, wenn mehr als eine gekauft wird, ist Ende. Oh, oh, oh. Das kam jetzt schon fast überraschend, finde ich. Der Startspieler wechselt. Ja, wir haben, glaube ich, beide so intensiv Karten gekauft. Ich habe immer noch 2 Werkzeuge irgendwie. Ich gehe mal davon aus, dass es sinnvoll für mich wäre, diese zu nehmen. Mal ganz schnell. Ja, es ist eine exorbitant gute Idee, diese Karte zu nehmen. Ja, dann... dann mache ich das. Warum schickst du da jetzt nur 1 zum Holz holen? Ich will eigentlich nur das Feld blockieren. Aha. Einfach nur aus Nickeligkeit. Ja, einfach nur, weil ich sehe, wie du 6 Rohstoffe sonst zusammenbekommen möchtest. Indem ich mit... Du Fuchs. Schicke ich dir doch einfach meinen Steinbruch. Nicht, dass ich das nur irgendwie bräuchte, aber warum denn nicht? Ja, dann mach mal deinen letzten Zug. Gut, also erstmal einmal Werkzeug aufwerten. Dann. Landwirtschaft? Landwirtschaft, genau. Schadet ja nichts. Dann 4 Holz muss ich abgeben.
Zwei Rohstoffe. Zwei Rohstoffe, ja. Die Rohstoffe zählen nachher alle einen Punkt, ne? Egal welche das sind, ne? Ja. Dann nehme ich. Komm, einfach weil ich es kann. Zweimal Gold. Und einmal jetzt Würfel noch, ne? Ja. Jetzt wäre natürlich so eine 5 auch wieder sehr schön. Ja, da nehme ich mir halt so einen Stein. Nehme ich mir halt so ein Holz. Dann würfel ich jetzt einmal mit meinem Einser-Typen da hinten am Holz. Ne, noch andersrum. Ich würfel mit den beiden Typen, die hier am Steinbruch sind. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Das sind 9. Dann sind das 11, also 2 Steine. Ich sag dir, die 2 Punkte, die werden es rausreißen. Und einmal mit dem einen Typen, den ich in den Wald geschickt habe. 5 und nochmal 6 obendrauf. Das heißt, der gibt mir nochmal 3 Holz. Oh, danke, danke. Sehr guter Tipp. Hätte ich fast unterschlagen, nochmal 4 obendrauf. So, das hatte ich jetzt gerade gesagt. 4, dann sind das 10. 15. Dann 5 Holz. So, du musst noch deine Leute mal vom Brett holen. So. Oh Mann. Aber ganz ehrlich, ich glaube trotzdem, dass ich ziemlich ablosen werde, weil ich irgendwie keine Punktekarten habe. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht irre ich mich gerade auch. Aber bewusst gekauft habe ich sie nicht. Ja, ich habe jetzt 6 Leute zum Leben machen geschickt. Da sollte doch der ein oder andere Rohstoff bei rumkommen. So, das sind 19, wie ich das so sehe. Dann sind das 20 und 5 Leben. Da hat's aber nochmal Glück gehabt, du. Ich komm. Wahrscheinlichkeit hier. So, dann. Bevor ich da irgendwas falsch mache, erstmal dieses Haus bauen. Da gibt es ja von jeder Sorte einen weg. Das macht dann 16. Nein. Holz ist nicht einen wert. Merk es dir endlich. So. 6, 10, 15, 18. Nee, warte. Das Ding. Welches? 5. Du darfst noch ein Gold dazu packen, ne? Genau. Genau. Ich kann mir das andere dennoch nicht leisten, aber egal. So, das waren bis hierhin 18, dann kommen noch mal 6 dazu, macht 24. War alles richtig, ne? Ja, ja. So, also 66 dann. Keine Mitrechnung. 12, 17, 22, 25 hast du gesagt, ne? Hast du gerade an Punkten fürs Gebäude bekommen, ne? 24. Vielleicht habe ich mich jetzt auch verhört. Sind 12, sind und 5 sind 17, plus 2 sind plus 4 sind 22, plus 3 sind 17 und 4 sind 21. 17 und 4 sind 21, natürlich. Alles gut, 24. Der Mathematiker hat es wieder rausgerissen hier. Jetzt habe ich am Ende des Videos doch noch einen rausgehauen. Ja, ich verzichte auf das Gebäude, das muss ich leider einfach so. Wolltest du es mir nur nicht gönnen? Ja. Ich muss ja meine anderen Rohstoffe hier gut einsetzen, denn die 2 Karten sind definitiv doch mehr wert als das eine Gebäude. Würde ich mal so behaupten. Denn das sind erstmal 4 Lehm hierfür. Da gibt es nochmal einmal Gold. Hier. Und hier darf ich nochmal würfeln. So, das Spiel endet. Oh, 5er-Pasch, sehr schön. Ja, da muss ich ja sogar mal gucken, obwohl Werkzeug. Komm, da ist ganz klar, ich habe mehr Bauern, du kriegst also ein Werkzeug jetzt. Ich weiß trotzdem nicht, ob das nicht für dich sogar andersrum fast noch besser gewesen wäre. Ich habe, glaube ich, nicht so viele Werkzeugmacher in meinem Stapel. Ich aber. Ja, aber das heißt ja, ich habe mehr von den anderen und ich ja, habe. Du hättest aber, glaube ich, eine Differenz mehr davon gehabt, wenn ich das Werkzeug nicht bekomme. Weil ich habe auch, glaube ich, außer Werkzeugmacher nichts.
Aber ist echt auch nur so. Kannst ja nicht ahnen. So, wir müssen auch unsere Leute einmal versorgen. Ich habe 10 mit 9 Landwirtschaft einen abgeben. So, ich habe keinen dazu bekommen. Ich muss immer noch die 7 haben. Aber du hast deine Landwirtschaft erhöht. Das heißt. Stimmt. Macht aber auch nichts. So, jetzt müssen wir abrechnen. Abgerechnet wird zum Schluss. So, erstmal doch 4 Werkzeugmacher. Baumeister. So. Dann. Okay, womit möchtest du denn anfangen? Fangen wir mit den grünen Karten an. Okay. Habe ich irgendwas doppelt? Nein. Habe ich auch nichts doppelt? Kann doch nichts sein. Ich muss es mal kurz aus dem Bild nehmen hier. Es tut mir gerade leid, aber ich brauche Platz. Du hast die Sonnenuhr doppelt. Da. Okay, dann kommt die hier mal so beiseite. Die anderen, das ist nichts sonst mehr doppelt, ne? Wenn du sie ausbreiten würdest nochmal so. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast tatsächlich 8 hingekriegt. Ich habe sogar 9 davon insgesamt, ja. Da musst du. Nein, klar, ich habe ja auch keinen doppelt. Ja. Da ist nur noch eine Karte übrig. Insofern, da ist nicht mehr so viel. Gut. Also 64 Punkte für mich, sehe ich das richtig. Ja, Moment, ich muss mal eben meine Karten einsammeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also diese Karten, also nur unterschiedliche Symbole zählen, werden mit sich selbst multipliziert. Also 64 dazu. Du hast also jetzt 61, das macht also 125. Ne? Jawohl. Du bekommst also erstmal 100 Punkte. So, ich kriege 36 nur für 6 mal 6. Macht also 90 zu 100, nein, nicht, doch 102. Ne? Wo warst du? Bei 66? Genau. Und 36 dazu, 102. Genau, genau. Ja, das war nicht so gut für mich. Ja, aber jetzt kommen deine Nummern, glaube ich. Ja, fangen wir mit Landwirtschaft an. Meinetwegen. Bauern habe ich 2. Okay. Macht nochmal 18, was mir eine schöne runde Zahl von 120 verschafft. Da habe ich tatsächlich sogar 5. 5 mal 6 sind 30. Mann! Also 55, ne? Also 155. Jo. Werkzeugmacher 2 mal 2, mickrig. 4 mal, was sind das? 12. Entschuldigung, 9, Entschuldigung, 4. 4 mal 9, Gottes Willen, 4 mal 9 sind 36. Exakt das. Also, 61, 91. Boah, jetzt muss aber was kommen. Ich hoffe es so sehr. 3 macht 5, macht 8. Ne? Mhm. 8 mal 4 sind 32. Und dann 56. Du hattest einen. Ich habe einen und 3 Gebäude. Also 3. So, und jetzt muss es kommen. So, ich habe nichts mehr an Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 10. Das sind 70. 56, das sind dann nochmal 226. Der hat wehgetan. Ja. So, du hast nochmal 3 Punkte. Jo, genau. Jeder Rohstoff ist noch ein Wert. Ja, ich sag nichts, ich habe hier nochmal 20 Rohstoffe liegen oder so. Das könnte knapp werden. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 immerhin noch. Das macht dann. Bin ich immerhin auch über 200 noch gekommen. Ja, oh, das war die Partie. Es musste noch mal zum Schluss irgendwas abgerissen werden. Natürlich. Das war die Partie Stone Age auf jeden Fall.
Ja, das war also die Partie. Ein Sieg für mich mal wieder. Ja, in letzter Zeit schneide ich nicht mehr ganz so gut ab, habe ich das Gefühl. Ja. Weniger Computerspiele machen, mehr Brettspiele spielen. Genau so sieht's aus. Ja, was hältst du davon? Mir hat's echt gut gefallen. Ich mag Worker Placement sowieso eigentlich ganz gerne, grundsätzlich. Und das ist halt wirklich so ein seichterer Vertreter vielleicht. Also jetzt hat nicht so Komplexität, die andere Spiele da haben. Das macht's aber auch ganz angenehm. Und was mir sehr gut gefällt, ist halt dieser Zufallsaspekt, der da auch so ein bisschen reinkommt, dadurch, dass man würfeln muss. Ich mag sowas immer ganz gerne, obwohl ich bekanntermaßen ein ganz furchtbarer Würfler bin. Aber ich mag diese Mechaniken. Macht ja auch wirklich Sinn für mich. Also es ist für mich auch total logisch, dass Goldschürfen schwierig ist und dass man nicht immer was findet und nicht immer gleich viel. Also ich finde das vollkommen nachvollziehbar. Ich mag das, dass das halt nicht alles dann so bis ins Letzte planbar ist, sondern halt so ein bisschen Unsicherheit drin bleibt. Ja, und insgesamt hat es mir wirklich herausragend gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also herausragend, sage ich sogar bewusst. Ich bin ganz weg hin und weg von diesem Spiel. Also das über, sage ich mal, weiß ich nicht, Russian Railroads. Oder? Ja, definitiv. Also Russian Railroads ist so ein, für mich so ein rotes Tuch, so ein bisschen. Nein, ist ein schönes Spiel, Russian Railroads, aber das muss man halt wirklich, wenn man das gegeneinander spielt, da muss man wissen, was man da tut. Also ja klar, das Spiel hier verzeiht viel mehr. Man muss nicht wirklich in der ersten Runde planen, was man in der 10. Runde irgendwie machen will, sozusagen. Aber ja, ich finde es auch gut. Also das ist mehr was für zwischendurch natürlich. Also das muss man schon sagen. Das ist ich, also wie ich jetzt gerade in dem Spiel, im Grunde ohne irgendeinen tieferen Plan dahinter, einfach was gerade Spaß macht, habe ich gemacht. Und ja, hat einigermaßen funktioniert. Ich war jetzt nicht abgeschlagen. Nicht so wie bei Russian Railroads zum Beispiel, wo man dann mal schnell 400 Punkte hinten liegt. Ja, klar. Also wie gesagt, wenn man es mit Leuten spielt, die sonst nicht so tiefere Spiele gerne spielen, dann ist es auf jeden Fall okay. Aber ich würde mich schon freuen, wenn man ein bisschen mehr dabei, wenn die Gebäude zum Beispiel noch irgendeinen Effekt hätten, statt nur Punkte zu bringen. Das wäre schon mal eine Sache, da würde ich mich drüber freuen. Ansonsten aber auch, kann ich auch mit dem Zufallselement leben. Insofern, das ist eigentlich ganz gut und die Werkzeuge können ja auch eine ganze Menge raushauen. Ja, das ist ja, definitiv. Ich glaube, bei den Gebäuden habe ich so, als bei mir gerade so noch ein bisschen gerattert im Kopf. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da sieht man ganz gut den Ansatz, den dieses Spiel verfolgt. Dass sie halt wirklich gesagt haben, okay, jedes Gebäude bringt exakt so viele Punkte, wie die Rohstoffe, die drinstecken. Punkt, aus, Ende. Das heißt, es ist im Grunde völlig egal, welches Gebäude man nimmt. Da gibt es keine guten und schlechten Gebäude, sondern im Grunde sind die Gebäude alle gleichwertig, weil sie einfach schlicht und ergreifend nur umgerechnet ihre Siegpunkte, also die Rohstoffe in Siegpunkten als solche bringen. Ja, war das verständlich? Ich glaube, ich hoffe, es war ja verständlich, sicherlich, aber natürlich, wenn du ein 1 bis 7er Gebäude hast und das mit Gold dann sozusagen komplett hinkriegst. Ja, okay, das ist das, ja, aber auch da kriegst du ja nur das raus, was du eh schon reingesteckt hast. Ja, du kannst für eine Aktion viel mehr Punkte ummünzen. Das stimmt. Aber es gibt keinen Fehler, wo man sagt, okay, dieses Gebäude ist so teuer, das macht spieltechnisch keinen Sinn, es zu kaufen oder andersrum. Ja, definitiv. Man kann da nichts Falsches machen. Man baut ein Gebäude und dann kommt die Rohstoffe als Punkte gut geschrieben. Ja. Ja, aber es ist vollkommen egal, welches Gebäude man dann nimmt. Also, das ist genau das, was ich meine. Das ist halt das Spiel, es gibt keine Fehler in dem Spiel, in dem Sinne, wo man sagt, oh, das hätte man besser nicht gemacht. Ja, es war vielleicht irgendwie nur Einsinnwürfeln im ersten Wurf auflesen oder sowas. Das hat Pech. Ja, aber trotzdem, hat es ausgemacht? Nicht wirklich, ne? Außer, dass ich mich geärgert habe, nicht, nein. Okay, ja, auf jeden Fall ein durchaus solides Spiel, ne? Eher was so im Familienspielerbereich, auch wenn ich eigentlich von diesen Kategorien wegkommen will. Klar könnt ihr euch was drunter vorstellen, aber was ist ein Familienspieler, was ist ein Vielspieler, das ist ja auch nicht wirklich so festgelegt. Das sind ja durchaus fließende Übergänge und jeder, der jetzt, sag ich mal, 5 Spiele hat, die er auch 10-mal die Woche spielt oder so, ist auch ein Vielspieler, aber hat nicht ein großes Spektrum oder so. Insofern durchaus was für Leute, die nicht so viel Planung in ihre Platzierungen setzen wollen bei den Arbeitern und einfach so zwischendurch was Nettes spielen möchten. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Spiel und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.